Berlin meldet die Fertigstellung des Flugplatzes Tegel. In einer wahren Rekordzeit wurde dieses im französischen Sektor der Stadt gelegene Rollfeld angelegt. Die erste Maschine landet, eine viermotorige Skymaster. Sie bringt den Oberbefehlshaber der amerikanischen Luftwaffe in Europa, General Kennan. Zur Begrüßung hatten sich General Klee, der britische General Herbert, der französische General Ganneval und andere führende Persönlichkeiten eingefunden. Der Flugplatz Tegel ermöglicht eine wesentliche Erweiterung und Verstärkung der Luftbrücke nach Berlin. Von Tegel zum Flugfeld Templehof. Hier traf der amerikanische Verteidigungsminister Forrestal zu Besprechungen mit führenden amerikanischen Persönlichkeiten ein. Flugfeld Gatow. Der britische Luftfahrtminister Henderson besichtigte zusammen mit dem neuen Kommandeur der britischen Luftwaffe in Deutschland, Luftmarschall Williams, den Gatower Flugplatz. Die auf dem Flugplatz gelegene Werft zur Reparatur der britischen Transportmaschinen fand das besondere Interesse des Ministers. Und noch eine Brücke nach Berlin, dieses Mal über den Äther. Da die Telefonkabel nach Berlin stark überlastet sind, wurde im Harz eine Anlage zur drahtlosen Telefonie nach Berlin errichtet. Durch Kabel werden die Gespräche bis zum Sender mit seinen 45 Meter hohen Antennenmasten geleitet. Von hier aus werden sie durch Ultrakurzwellen nach Berlin gesendet, wo ein gleiches System von Antennen die Gespräche aufnimmt und den Gegenverkehr durchführt. Das Stromzuführungskabel wird angeschlossen. Die Probesendung läuft. In Kürze ist die Anlage voll betriebsfähig. Eine Meldung aus dem wissenschaftlichen Leben. Die lange geplante freie Universität in den Westsektoren wird nun verwirklicht. Die Studenten richten selbst ihre neue Hochschule ein. Bibliotheken und sonstiges Studienmaterial wurden aus den Westzonen über die Luftbrücke nach Berlin geflogen. Der größte Teil der Studenten hat der von der SED immer stärker beeinflussten Humboldt-Universität im russischen Sektor den Rücken gekehrt. Die Freie Universität nimmt den Lehrbetrieb noch in diesem Wintersemester auf. Und eine Jubiläumsmeldung. Vor 50 Jahren fuhr in Berlin die erste Pferdebahn von Schöneberg nach dem Alexanderplatz. Das ist sie. Klein, langsam, aber voller Behaglichkeit und verklungener Romantik. Manche Veteranen aus der stromlosen Zeit waren jetzt wieder dabei, auf der Fahrt durch das Berlin von heute. Auch damals kam es schon darauf an, das richtige Gleis zu erwischen. Und dann ging es mit einem PS hinaus ins Grüne, nach Schöneberg im Monat Mai. Ein wehmütig heiterer Nachklang der guten alten Zeit.